27. April 1999. Mannheim, Mannheim, Mannheim. Den Adlern gelingt es zum zweiten Mal in Folge, ihren Meistertitel zu verteidigen und schaffen damit Historisches. Im Gegensatz zu den beiden Vorjahren wird die DEL in dieser Saison erstmals wieder als geschlossene Liga, also ohne sportlichen Auf- und Abstieg, ausgetragen. Der Modus wird zudem stark vereinfacht. Erstmals wird die Hauptrunde in einer Doppelrunde absolviert. Die 8 bestplatzierten Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs. Für den Rest ist die Saison beendet. Und erstmals gibt es in dieser Saison 3 Punkte für einen Sieg nach regulärer Spielzeit. Mit Beginn der neuen Saison hat die Deutsche Eishockeyliga ihre erste Multifunktionsarena. Die Kölner Haie spielen von nun an in der Köln Arena. Mit Platz für über 18.000 Fans gehört sie zu den größten und modernsten Arenen der Welt. Der 6. Oktober 1998 geht als schwarzer Tag in die Geschichte der DEL ein. Im zweiten Drittel der Partie zwischen den Revierlöwen Oberhausen und den Berlin Capitals bricht Berlins Stéphane Morat zusammen. Ärzte müssen wenig später seinen Tod feststellen. Das Spiel wird abgebrochen, das deutsche Eishockey steht in den Tagen und Wochen danach unter Schock und trauert um Stéphane Morat. Sportlich überzeugen in der Hauptrunde vor allem die Nürnberg Ice Tigers. Mit 106 Punkten gehen die Franken als Spitzenreiter in die Playoffs und landen damit erstmals überhaupt auf einem einstelligen Tabellenplatz. Großen Anteil daran hat Topscorer Martin Giranek, der 69 Punkte sammelt. Vor allem zu Hause überzeugen die Ice Tigers und feiern in der Hauptrunde und den Playoffs insgesamt 30 Heimsiege am Stück. Bis heute Rekord. So treffen mit Nürnberg und dem Titelverteidiger Adler Mannheim die beiden besten Teams der Liga im Playoff-Finale aufeinander. Das 5. und letzte Finalspiel muss die Entscheidung über den Titel bringen. In einer denkbar knappen Partie erzielt Mannheims Top-Torjäger Jan Alston, dem es in dieser Saison gelingt, in 12 Spielen hintereinander zu treffen, bis heute Rekord, den entscheidenden Treffer. Zum dritten Mal in Folge heißt der deutsche Meister damit Adler Mannheim. Es ist der erste Titel-Hattrick in der Geschichte der deutschen Eishockeyliga. Alle Spiele der deutschen Eishockeyliga live, nur bei Magenta Sport.